Hallo bei der Eurobike hier in der Award Area. Wir vom Whitestone sind ganz besonders stolz, dass wir unser Modell hier stehen haben dürfen. Wir haben ein Modell eingereicht, was den Eurobike Award 2016 gewonnen hat. Und ich wollte mal kurz ein paar Sachen zu unserem Bike sagen, was uns ausmacht, warum wir diese Bikes überhaupt bauen. Unter anderem bauen wir die Laufradsätze selbst im Haus per Hand. Wir machen das Finish für den Kunden individuell fertig. Er kann die Farben online konfigurieren, wie er das möchte. Und da wir die Laufradsätze selber bauen im Haus, ist es uns möglich, die Felge im selben Design wie den Rahmen und die Gabel anzufertigen. Und damit kommt alles aus einem Guss. Unser Ziel war es, kompromisslose Leistungsfähigkeit auf den Trail zu bringen, beziehungsweise auf die Straße. Wir bauen genauso Rennräder und Rennrad-Laufradsätze. Der Kunde hat auch die Möglichkeit, die Laufradsätze bei uns einzeln zu konfigurieren, einzeln zu beziehen. Wir sind erstmals auf der Eurobike, jetzt ein Jahr alt, und sind deshalb umso stolzer, dass wir den Preis des Eurobike Awards als Auszeichnung für die Zukunft nutzen dürfen. An unserem Modell, was wir eingereicht haben für den Eurobike Award, ist serienmäßig verbaut die Bohrkurbel, serienmäßig die hydraulische Schaltung von Across im 1x11-fach. Und ein Carbon-Laufradsatz mit Carbon-Felgen, spezieller C8-Sport-Sattel aus Carbon-Spritzgussverarbeitung und nicht zu vergessen die leistungsstärksten Bremsen der Welt, die Trickstaff Direttissima. Das zeichnet uns aus, dass wir uns getrauen, Bremsen, Schaltung und andere Komponenten serienmäßig zu verwenden, die manch einer gar nicht kennt oder schweige denn anfassen würde, aufgrund von Preis oder Komplexität. Das sind hochfunktionierende High-End-Produkte und gerade bei den Bremsen von Trickstaff haben wir eine beste Art und Weise gefunden, Leistung in Sachen Performance auf den Trail zu bringen. Ganz besonders bei uns ist auch die Lauffork. Wir verbauen sie serienmäßig und das Schöne an der Gabel ist, sie ist genau ein Zwischending zwischen Trailbereich und der Straße. Wenn die Stahlgabel zu hart wird und die Suspension Fork eigentlich zu viel ist, dann kann man genau das Teil einsetzen. Macht einen idealen Komfort am Lenker und wird bei uns auch im Haus mit dem Finish so angefertigt, wie der Kunde das Design am Rahmen bzw. auf den Felgen möchte. Da wir in erster Linie zwar Leistungsfähigkeit und kompromisslose Funktionalität auf den Trail bzw. auf die Straße bringen mit unseren Rennrädern und Cross-Country-Mountainbikes, ist es uns trotzdem natürlich eine Ehre, bald die leichteste Bremse der Welt mit anbieten zu können. Die Piccola von Trickstaff, auch diese ist jetzt schon online konfigurierbar, wird es in 4 Farben geben. Das Besondere an den Trickstaff-Bremsen ist, dass sie sehr leistungsfähig sind und dass sie in Zukunft das Biotech-Hydrauliköl verwenden, welches biologisch gewonnen ist, biologisch abbaubar ist, wartungsfrei ist, es wird nicht ranzig, es hat einen höheren Druckpunkt. Es hat eine Siedetemperatur größer als, also über 290 Grad. Also eher glüht die Bremsen weg, als dass das Öl zum Kochen kommt. Und deshalb ist es uns umso mehr eine Freude, mit Trickstaff hier zusammen auf der Messe zu stehen und in Kooperation die Bremsen mit vorzustellen an unserem Award-Modell. Für den, wo die Lauffork nicht reicht, der im Trail ein bisschen mehr Wurzeln mitnehmen will, werden wir auch ab 2017 serienmäßig verbauen die X-Side Zero von German Answear. Die leichteste Gabel der Welt mit 100 mm Federweg, rein Luftdämpfung und gerade einmal 988 Gramm. Auch optional mit 190 Gramm aufwärts mit Lockout am Lenker. Ja, bei uns im Haus Whitestone üblich ist natürlich nicht nur die kompromisslose Funktionalität endlich mal auf die Straße bzw. auf den Trail zu bringen, sondern gerade eben, dass wir versuchen im High-End-Level eine sehr große im sehr großen Grad von Individualität zu standardisieren. Der Kunde hat die Möglichkeit, zwischen 25 von uns vorausgewählten Metallic-Effekt-Lacken sein Rad 2-3-farbig mit Dekor online zu konfigurieren, wonach dann die Gabel, die Felgen und der Rahmen angefertigt werden und die Laufräder per Hand gebaut werden. Zu diesem ganzen Design kommen noch Spielereien dazu, wie die Hüllenfarbe, die Bremshydraulikleitungsfarbe. Und der Markt bietet eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen an. Das fängt an bei der Kassettenabstufung, bei der Lenkerbreite etc. Diese ganzen Abstufungen macht man mit uns meistens direkt aus, per Mail, im Nachgang, nach der Konfiguration
Und gerade weil wir Trickstaff-Bremsen verbauen, ist das Schöne, dort haben wir bei der Diritissima, der leistungsstärksten Bremse der Welt, ein Farbspiel von 9 verschiedenen Farben insgesamt. Und auch die neue, leichteste Bremse der Welt, die Piccola von Trickstaff, die erlaubt uns dann ein Farbspiel mit insgesamt 4 Farben. Und so kann im Nachgang der Kunde auch individuell noch andere Upgrades von uns erhalten. Wir haben auch schon Rahmen angefertigt mit individuellen Schriftzügen unter dem Lack. Standardmäßig bei uns vorgesehen ist natürlich die Personalisierung, die Signatur unterm Lack, der Fahrername, die Länderflagge oder das Teamlogo. Aber alles kann man nun mal nicht individualisiert darstellen. Wichtig ist uns die kompromisslose Funktionalität. Endlich mit einem Endprodukt, wo man nicht mehr nach dem Kauf überlegt, ein, zwei Parts zu tauschen, auf den Markt zu bringen und das in Serie sehr individuell konfigurierbar darzustellen.